Ja, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play Bloodborne. Und wir machen uns mal schnell wieder auf den Weg zu diesem, wie hieß der nochmal? Märtyrer irgendwas. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Heieiei. Heiland, du. Ich habe den Namen vergessen. Einfach so. Aber das soll uns nicht abhalten, gegen diesen Typen vorzugehen. So, ich finde, der Weg bis dahin ist allerdings immer ein klein bisschen lang. Könnte es sein? Oder kommen wir anders schneller dahin? Ich glaube, wir können ja einfach durchrennen. Und hier rausgehen, oder? Müssen wir nicht da lang? Ich glaube, wir mussten doch da hoch, ne? Ich glaube, wir mussten da hoch, die Treppe. Ich hoffe mal, dass ich einfach jetzt hier nach oben rennen kann, beziehungsweise klettern kann. So, boah. Schießen die natürlich von unten auf mich. Jawohl, und die treffen auch noch immer. Das sind doch Säcke. So, aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Wir müssen ja nur hier entlang gehen. Dann hier nach oben. So, da nach unten. Und dann sind wir schon bald da. So, es ist immer ein bisschen weiter Weg, finde ich. Nein! Oh Mann! Autsch! Das tat weh! Aua! Nein! Das war ja ein Fail! Ach Mann! Wollte ich mal schnell sein und zack, auch Leute. Ja, irgendwie die Anfänge einer Aufnahmesession vom Kelle beginnen immer mit irgendwelchen fatalen Fehlern. Entweder, dass ich gegen übelst schwache, normalerweise schwache Viecher verliere, oder dass ich mich einfach mal ins Verderben stürze. Das ist vollkommen normal bei mir. So, macht euch darüber keine Gedanken. Kelle kann es halt einfach nicht besser. So, aber vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. So. Alle guten Dinge sind mehrfach in Bloodborne, ja? Nicht alle guten Dinge sind drei, alle guten Dinge sind mehrfach. Wir haben noch immer das schöne Henkers-Outfit an. Das ist auch wirklich ziemlich stark, finde ich. Das lohnt sich schon ein wenig. Zack, geh auf. So, und dann müssen wir einfach... Wow. Och Mann, hört doch auf, ständig zu schreien hier und so Theater zu machen. Meine Güte, die sind vielleicht was nervig. Ja, ja, der schießt mich wieder ein paar Mal ab jetzt. Was habe ich da eigentlich für einen roten Kopf? Was ist das für ein Symbol? Ich glaube, Bestie steigt irgendwie in mir oder sowas, oder? Kann es sein, dass damit die Bestie gemeint ist? Ich weiß es gleich gar nicht genau. So, hier jetzt vorsichtig runter. Und hier gehen wir jetzt ein klein wenig vorsichtiger vor. Zumindest so, dass alles hinhaut. So, und hier geht jetzt die Leiter nach oben. Ja, der Weg ist recht lang bis dahin. Das stimmt. Und ich würde sagen, wir laufen den jetzt auch das letzte Mal gemeinsam. Und wenn ich die nächsten Male jetzt wieder verlieren sollte, ja, gegen diesen sehr merkwürdigen Endboss, dann machen wir es so, dass wir nicht mehr zusammenlaufen. Dann sehen wir uns immer hier, damit wir immer nur den wahren Kampfverlauf haben, nicht wahr? So, was anderes wollen, interessiert uns ja auch nicht wirklich. So. Dann lege ich mal das Feuerpapier an. Betäubender Nebel rüste ich mal aus. Wow, 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 wow. Ei, ei, ei. Okay. Jawohl, wir haben ihn schon zweimal getroffen, Leute. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wow. Aua, 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 aua. Da hat es... Mann, denn seine Attacken sind auch recht stark, muss ich sagen. Ah,
Ach, den kann ich denn gar nicht ausweichen oder was? Wie viel mal denn noch hier, hey? Eieiei, der hat aber gerade mächtig, ist mächtig gut ausgewichen gerade. Wow! Hallo? So, Feuerpapier wird aktiviert. Aua! Ach nee! Nein! 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 Oh, scheiße! War das knapp! Ach, na gut, Leute. Dann bis gleich. So, dann, Leute, da wären wir auch schon wieder. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einmal probieren, ihn etwas anders zu bekämpfen. Und zwar nicht mit einem langen Schwert, sondern mal mit dem kurzen hier, da wir damit ein bisschen schneller die Angriffe austeilen können. Ich möchte mal probieren, wie sich das so macht im Allgemeinen. So, vielleicht haben wir damit eine bessere Chance, den zu plätten. Jawohl, das hat schon mal ordentlich reingehauen. Kann nämlich schon mal nicht beklagen. So. So. Wow. Wow. Okay, wir haben ihn noch mal erwischt gehabt. Und ein bisschen Schaden zugefügt. Komm schon. Nein! Eieiei! Eieiei, jetzt hat er wieder da seine blöde Waffe aktiviert. Aua! Aua, 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 aua. So, wo habe ich mein Feuer? Da. Ach, sag bloß, der hat schon wieder so ein Ding aktiviert. Das gibt's dann nicht. Schon wieder. Wow. Eieiei. Da ist er doch. Eieiei. Renn ich ihm weg, Kollege. Hei. Eieiei. Boah. Nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Please not. Please do not kill me. Boah. Natürlich erwischt er mich. Natürlich. Natürlich. Boah, natürlich. Natürlich. Boah. Mann. Das gibt's doch nicht. Der hat auch eine ewig lange Range-Waffe. Eieiei. Aua. Deine Waffe da kannst du stecken lassen. Also dieses komische Ding da. Wow. Wow. Eieiei. Nimm eine Blutfiole. Wow. Natürlich trifft er. Natürlich trifft er. Wow. Eieiei. Boah. Dem haben wir jetzt aber gut Schaden zugefügt. Muss ich mal so sagen. Boah. Na gut, jetzt hat er uns wieder Schaden zugefügt. Wow. Mann. Ich habe nur noch 5 Blutfiolen. So. Meine Güte. Nein. Och, Leute, das kotzt mich doch an. Eieieiei. Dann beim nächsten Mal, was?
So, Leute, und auf! Erneut wären wir bei dem guten Logarius und wir versuchen es noch einmal gegen ihn. So, vielleicht schaffen wir ihn ja dieses Mal. Was ich zwar irgendwie bezweifeln mag, aber vielleicht klappt es ja irgendwie. Wusst, wir haben bloß 7 Blutechos. Na, das wird doch nie was. Eieieiei. Das wird doch nie was. Eieieiei. Wow. Wow, komm schon. Na, das wird nie was. Ich habe jetzt vergessen, Dinger einzukaufen. Na, schöne Scheiße. Eieieiei. Meine Güte, nein, bitte nicht. So, mal die Waffe mit Arkan. Ob das was bringt, weiß ich nicht. 306, na nicht wirklich. So, wow. Das war eine mächtige Attacke. Ach, yay. Wow. Okay. Eieiei. Nicht schon wieder. Och. Eieiei. Das verliere ich. Das war ja klar. Eieiei. Aber ich hatte auch nur 7. Blutfiolen. Und ich wollte jetzt irgendwie was reißen hier. Ach, scheiß. Ach, na, dann muss ich erstmal neue Blutfiolen besorgen und dann noch einmal. Der Gegner geht mir wieder ziemlich gegen den Strich. So, da wären wir frisch und fröhlich und aufgeladen mit neuem Feuerpapier, mit Blutfiolen und es geht nochmal in den Kampf gegen Logarius. So, ich hoffe, dass das was wird. Boah. Eieieiei. Oh, das ist doch so eine starke Attacke da. Eieiei. Eieieiei. Das ist schon wieder ganz schön zugesetzt. Jawohl, und? Jawohl! Ach, schade, ich hatte ihn so schön gesteppt von hinten, als er seine Mega-Attacke vollziehen wollte. Eieieiei. So, mal gucken, was er macht. Da macht er die Einzelattacke. Da macht er die. Wann macht er wieder die große? Da macht er wieder den einzelnen Totenkopf. Da macht er wieder die Mega-Attacke. Au. So, lieber nicht zu viel riskieren hier. Das wäre fatal. Oh, was macht er denn jetzt hier? Wow. Da sollte ich kurz weggehen. Oh Gott, jetzt geht er in den Nahkampf über. Wow. Ach nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Du bist der Beste. Du bist der Liebste. Du bist der schönste Totenking, den die Welt hier gesehen hat. Du bist der beste Totenking. Du bist der beste King der Toten. Wir lieben dich alle. Wir lieben dich alle. Du bist unser Meister. Du bist unser Meister. Wow. Nein.
So. Mal Dinges nehmen. Wow. Nein. So. So, Feuerpapier. Och Mann. Eieieiei. Ach Mann. So. Oh Gott. Nein, nicht diese Attacke. So. Wow. Nein. Eieieiei. War das knapp? War das knapp? Der macht auf jeden Fall immer so einen Dreierangriff. Boah. Wow. Oh Gott, schon wieder. Och, diese Schockwelle auch immer. Nein. 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 Hau bloß ab. Lass mich in Frieden. Oh Mann, das wird nix. Mann! Och, Scheißdreck, Leute. Geht doch kacken. Der ist nervig. Und schnell auch am Ende. So, Leute. Wir befinden uns schon wieder auf der Leiter Richtung Märtyrer Lugarius. Und ich würde sagen, ich mache es diesmal so. Also wir versuchen das jetzt noch einmal zusammen, den zu besiegen. Und wenn es jetzt halt wieder nicht klappt, dann, meine Güte, würde ich sagen, mache ich den offscreen. Und dass wir hier mal vorankommen, ja. Wir wollen ja nicht ewig hier 1000 Millionen Kämpfe gegen den gleichen Typen sehen. Wir probieren es noch einmal zusammen. Und dann, wie gesagt, würde ich das als nächstes Mal offscreen probieren. So, der hat mir schon wieder ordentlich eins reingewirkt. Eieiei. So, das ist doch den seine Fettattacke. Und? Jawohl. Boah. Nein. Was war das denn jetzt? Oha. Oha, das war jetzt schneller tot. Ja gut. Dann einfach bis zum Tod. Jawohl, Leute! Und da haben wir ihn! Märtyrer Lugarius! Jawohl! Heieieiei! Puh, wie lange habe ich denn jetzt hier dran rumgesessen? Ich glaube fast eine Stunde. Habe ich jetzt gebraucht, um den Affen... Oh, Krone der Illusion. Habe ich jetzt gebraucht, um den Affen hier platt zu machen? Meine Güte. Ich habe mich schon zurückgelehnt hier in den Stuhl. Habe schon ganz gemütlich gezockt. Und ach, immer wieder verloren. Immer wieder verloren. Na gut, aber wir haben es ja dennoch geschafft. Über 20.000, über 25.000 Credits hat er uns gegeben. So, gibt es hier noch irgendwas? Bei seinem Thron gab es nichts mehr, ne? So, gab es hier hinten noch irgendwas? Konnte man hier hinten noch lang? Eieiei, endlich den Märtyrer Lugarius platt gemacht. Das ist doch eine wahre Freude. Hui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 . So. Wo geht's denn jetzt eigentlich noch lang hier? War das alles, was wir hier zu tun hatten? Auf Schloss Kanehurst oder war das noch nicht alles? Ich glaube, da runterfallen lassen sollten wir uns nicht. Können wir nicht, sollten wir nicht. Was haben wir hier? Da geht es noch auf so eine Mauer, aber das können wir vergessen von hier aus. Ne, dann gehen wir mal zurück hier. Ging es hier noch irgendwo lang? Oder nicht mehr? Ha, hier muss es doch irgendwo weitergehen, oder nicht? Hä? Das ist aber merkwürdig. Ha, 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 ha. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, das können wir beim nächsten Mal erkunden. Weil ich bin jetzt so weit, dass ich sagen würde, och, ich mache erstmal
eine kleine Aufnahmepause nach dieser aufregenden Session hier. Ich bin jetzt auch total platt. Naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bloodborne. Und dann werden wir sehen, was uns das nächste Mal erwartet nach Schloss Kanehurst. Was wir ja jetzt schön abgeschlossen haben, nicht wahr? Und ja, bis dahin und haut rein, euer Kelle. Ciao, ciao.